Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und damit auch willkommen zurück zu einer neuen Folge Fashion Famous! Yeah! Leute, wir haben das ultra lange nicht mehr gespielt und in der ersten Runde geht es jetzt darum, wir sollen uns verkleiden als Harry Potter-Charakter. Oh mein Gott, was ist mein Lieblings-Harry Potter-Charakter? Was ist euer Lieblings-Harry Potter-Charakter? Dazu könnt ihr einmal in der Infokarte hier oben rechts links. Links oder rechts, wie auch immer, abstimmen. Ihr werdet die Infokarte bestimmt finden, was euer Lieblings-Harry-Potter-Charakter ist. Ich glaube, ich habe gar keinen Lieblings-Harry-Potter-Charakter, aber ich weiß schon genau, als wer ich mich verkleiden möchte, nämlich... Oh mein Gott, das ist ja ein richtig cooles Zauberer-Outfit. Das kann ich ja direkt nehmen. Jetzt brauche ich nur noch einen Umhang. Das ist richtig cool. Das sieht schon ein bisschen zauberhaft aus, oder? Was sagt ihr zu meinem Outfit? Ich finde das ziemlich nice. Wir müssen uns natürlich noch einen anderen Skin machen, Leute. Und wir müssen uns irgendwie richtig zauberhaft anziehen. Also ich brauche unbedingt einen Umhang. Und so, das vom Skin her passt es, denke ich mal schon. Von der Hautfarbe her könnte das vielleicht sogar ein bisschen besser passen. Und jetzt müssen wir irgendwie was Umhangmäßiges finden. Vielleicht nehmen wir auch Rings, wenn wir nichts Besseres finden. Auf jeden Fall nehmen wir Sterne, weil Sterne sind schon so ein bisschen zauberhaft. Da seht ihr die Sterne hinter uns aufploppen. Wir brauchen einen Zauberstab, auch wenn der ein bisschen gruselig ist, dieser Zauberstab. Was für ein Tier hat Hermine Granger? Ha? Wer weiß es? Was für ein Tier hat Hermine? Sie hat natürlich eine Katze. Wo ist denn die Katze? Aber eine ziemlich hässliche Katze sogar. Und da ich hier gerade keine Katze finde... Doch, ist das eine Katze? Das ist eine Katze! Perfekt! Wir haben eine Katze gefunden! Oh yeah! Dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt nochmal ein paar Haare aus, welche die zu Hermine passen. Nämlich irgendwie so eine wuschelige Löwenmähne oder sowas mit ganz viel irgendwas. Was könnten wir denn dazu nehmen? Das sieht schon so ein bisschen danach aus, aber die sind eigentlich ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Das könnte man vielleicht eher nehmen. Ja, perfekt. Da haben wir braune Haare auf jeden Fall. Bisschen sieht das jetzt auch aus wie Bellatrix Lestrange, aber naja, ist ja, so ist das Leben. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen Umhang. Wir brauchen einen Zaubererumhang, aber... Es gibt im Prinzip eigentlich nur Wings hier. Ich kenne zumindest nur Wings. Ein Gesicht müssen wir uns noch machen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt nochmal ein kleines Gesicht. So, braune Augen. Das passt, denke ich mal, ganz gut. Finden wir noch irgendwas anderes, was für Hermine so ein bisschen charakteristisch ist oder so? Was ist mit den Flügeln da? Sie sind auch ziemlich nice. Ist hier möglicherweise irgendwo ein Umhang zu finden? Ein Zaubererhut. Oh, stimmt, wir könnten noch einen Zaubererhut aufsetzen. Ah, welchen denn? Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. So einen hier. Ja, warum nicht? Der sieht jetzt ein bisschen komisch aus von der Farbe her. Oder lieber der lila, ne? Warte, da ist sogar noch einer, der hat lila dran. Der ist vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser. Ich denke, das ist in Ordnung. Und wir haben unsere kleine Katze mit dabei. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer Fashion Famous Show in South Korea. In Südkorea befinden wir uns gerade in Seoul. Yeah, und ich bin gespannt, was meine Konkurrenten so für Harry Potter Charaktere verkörpern. Da ist die Jury, der Kopflose ist wieder mit dabei. Und ja, jetzt würde ich sagen, es geht los. Und ihr stimmt ab in der Infokarte, wer sich am besten angezogen hat. Das ist unsere Nummer 1. Nummer 1, ich weiß nicht, wer sie sein soll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde das Outfit ziemlich süß. Ihr könnt jetzt mal nachher abstimmen, welchen ihr am besten findet von der Zahl her. Ich mache mich mal selber raus, weil sonst würden wahrscheinlich alle nur für mich stimmen. Das ist Nummer 2. Die hat sich auch das gleiche Outfit angezogen, oder? Wer ist sie von den Haaren her? Irgendwie sind die Haare so ein bisschen wie Professor McGonagall. Ich finde das eigentlich ziemlich... Aber es ist halt nicht so zauberermäßig. Es fehlt mir irgendwas. Ein Zauberstab oder sowas hat gefehlt. Irgendwas... Ja, er hat einen Zauberstab dabei. Und ich nehme an, das ist Harry Potter, der da gerade auf die Bühne kommt. Ja, richtig nice Outfit, muss ich sagen. Fünf Sterne. Ich gebe jetzt mal wirklich... Wir hauen raus 5 Sterne. Das war nice. Das gefällt mir wirklich. Das war unsere Nummer 3. Da könnt ihr nämlich auch jetzt mit abstimmen. Da ist Nummer 4, für die ihr abstimmen könnt. So, das ist eine kleine Fee. Ich weiß nicht, wer sie sein soll. Wer zieht denn immer blau an in Harry Potter? Ich weiß es nicht. Ich gebe jetzt 3 Sterne, weil das Outfit süß ist. Aber ich bin mir nicht sicher, wer sie ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Und da kommt alles Käse als Magierin Hermine Granger auf die Bühne. Oh yeah, ach so, Emotes, oh, wir müssen Emotes machen. Hallo Leute, yeah, wuhu. Okay, das war schon mal ein ziemlich nice Auftritt. Ich hoffe, die Leute nehmen mir das nicht übel, dass ich keinen Umhang gefunden habe. Aber es gibt einfach keine Umhänge. Wen haben wir da als nächstes? Das ist unsere Nummer 5, für die ihr abstimmen könnt. Ihr könnt jetzt abstimmen, ob euch 1, 2, 3, 4 oder 5 am besten gefallen haben. Ich weiß nicht, wer sie ist, von daher 3 Sterne. Und mal gucken, ob jetzt noch irgendjemand kommt. Oh, da kommt sogar noch jemand.
Aber wir haben nur 5 Auswahlmöglichkeiten bei der Infokarte, also seid mir da nicht böse. Sie könnt ihr jetzt nicht mehr abstimmen. Aber ich weiß auch gar nicht, wer sie sein soll. Wer ist das? Keine Ahnung. Ganz schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen. Aber vielleicht weiß es ja einer von euch. Und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Oh mein Gott. Und die Gewinner. Jetzt werden die Gewinner revealed und ich will unbedingt gewinnen. Nein! Ich bin nicht mal auf dem Treppchen. Und das Mädchen, wo kein Mensch wusste, wen sie verkörpert, ist drauf? Leute, das geht ja mal gar nicht. Dieses Mal werden wir aber unser Bestes geben und hoffentlich gewinnen. Und unser jetziges Thema lautet schlechter Lehrer bzw. böser Lehrer. Das heißt, wir sollen ein fieser Lehrer werden. Das sollten wir doch eigentlich hinkriegen, oder? Wollen wir das versuchen, Freunde? Wir werden mal hier eine richtig gemeine Lehrerin. Aber was haben gemeine Lehrer für Frisuren? Ich meine, es gibt auch nette Lehrer. Was haben nette Lehrer für Frisuren? Die haben dann zum Beispiel so eine Flechtzöpfe, die sind total süß. Oder solche Haare, die sehen auch total süß aus. Aber wir sollen ja nicht süß aussehen, wir sollen fies aussehen. Also müssen wir uns eine fiese Frisur suchen. Dann nehmen wir uns irgendeine Haarfarbe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die sieht süß aus. Ach nein, wir sollen ja nicht süß aussehen. Wir sollen richtig streng aussehen. Oh mein Gott, was nehmen wir denn? Ah, wo bin ich denn jetzt hier auf einmal gelandet? Was können wir denn für eine strenge Haarfarbe nehmen? Das ist auch irgendwie zu nett oder so. Ich weiß es nicht. Nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Wir könnten uns noch eine andere Farbe machen. Wir könnten zum Beispiel weiß sein oder blau. Oh nein. Nein, das ist jetzt egal. Okay, wir werden dieser Lehrer hier, diese Farbe. Jetzt brauchen wir noch ein Outfit, ein richtig strenges Outfit. Keine Ahnung, warum ich hier gerade so auf dem Boden rumrutsche, ist aber auch eigentlich nicht so wichtig. Oh mein Gott, ich weiß, welches Outfit ich nehme. Okay, ich kenne ein strenges Outfit, Leute. Das ist aber leider auf der komplett anderen Seite. Und ein böses Gesicht brauchen wir noch. Und eine Brille vielleicht? Wollen wir noch eine Brille? So Lehrerin oder lehrermäßig irgendwie so irgendwas hier? Das vielleicht? Lass mal gucken. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Kann man eigentlich nehmen, oder? Geht klar. Wir haben immer noch kein Outfit. Oh, warte mal. Das können wir noch auf unsere Haare setzen. Das sieht richtig gemein aus. Meine Lehrer in der Schule haben nicht solche Flügel an. Ich lasse es einfach. Ich weiß, viele stehen da drauf, ständig diese Wings anzuziehen. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht so gerne. Ich glaube, das Outfit passt eigentlich ganz gut. Vielleicht noch irgendwas, was uns cooler macht. Nee, Stachel, wir haben schon was am Kopf. Das bringt irgendwie nicht viel. Schwarze Herzen. So richtig schön dunkel. Und, oh mein Gott, das ist eigentlich... Oh nein, will ich das Gesicht noch ändern? Ich werde keine... Okay, okay, das Gesicht ist super. Das sieht richtig gemein aus. Eigentlich wollte ich das nicht ändern, aber das ist echt gut geworden. Jetzt noch eine Handtasche irgendwie. So eine Schultasche, die man halt mitbringt als Lehrer. Und so eine Aktentasche halt. Und was wollen wir hier? So ein cooles Schwein, das noch dabei ist? Komm schon, cooles Schwein. Ich will das coole Schwein. Oh nein, das geht nicht. Dann die coole Krabbe. Ja, dann ist die coole Krabbe eben mit dabei. Ich denke... Totenköpfe! Ja, das ist ja noch viel besser als Herzen. Hat er die genommen, die Totenköpfe? Die Zeit ist vorbei. Aber die Totenköpfe, jetzt sind sie da. Perfektes Outfit. Das wird gerockt. Leute, willkommen im Winterwunderland. Wir verkleiden uns heute alle als böse Lehrer und ja, die Fashion Famous Show beginnt. Da kommt gleich wahrscheinlich wieder unsere Jury. Die ist natürlich auch wieder am Start und werden bewerten, wie wir so aussehen. Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, in der Infokarte abzustimmen, wie ihr die Outfits findet. Ja, Thema böser Lehrer. Das ist ein Outfit. Ich weiß nicht, warum sie so einen weißen Kopf hat, blaue Beine und normalfarbene Arme. Es sieht komisch aus, aber ich gebe jetzt einfach mal 3 Sterne, auch wenn mich das ein bisschen irritiert. Ihr Outfit war in Ordnung, das nicht falsch verstehen, aber diese vielen verschiedenen Farben fand ich ein bisschen komisch. Da haben wir jetzt jemanden, der hat Flügel an, der hat Hörner auf dem Kopf und irgend so einen asiatischen Umhang. Ich muss sagen, du siehst nicht aus wie ein Lehrer. So einen Lehrer habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ein Sportlehrer, der tatsächlich so eine Sachen trägt, aber der würde keine Hörner und keine Flügel haben im Sportunterricht. Das ist ja irgendwie unpraktisch. Das war unsere Nummer 2, ihr stimmt mit ab. Nummer 3 ist jetzt das hier, die sieht traurig aus. Oh nein, die sieht voll traurig aus, die weint. Eigentlich ganz süß, aber die ist kein böser Lehrer. Die ist vielleicht ein schlechter Lehrer, der weint, weil er so schlecht ist. Und da kommt alles Käse auf die Bühne. Yeah, und zwar richtig, richtig schlecht drauf. Oh ja, und ich mache gar kein Emote, denn ich bin schlecht drauf. Doch, gekreuzte Arme einmal, so zack, und dann gehen wir mal zurück hier. Ihr Schüler, ihr werdet alle leiden in meinem Unterricht. Das ist so gemein. Unsere Nummer 4 ist ein Alien-Lehrer in einem Schmetterlings-Outfit mit einer bunten Jacke. Da könnt ihr auch für abstimmen. Ich muss sagen,
Das ist irgendwie nicht böse. Auch wenn es ein Alien ist, Mann. Keine Ahnung, das ist irgendwie nicht böse. Ich will, dass ihr euch als böse Lehrer verkleidet. Okay, Master Jiminy oder wie er heißt es dran. Und das ist mal, also abgesehen vom Gesicht. Das Gesicht hätte böse sein können. Aber sonst ist es ein super Outfit. Ich gebe einen Punkt Abzug wegen des Gesichts und weil der irgendwie zwei verschiedene Frisuren auf dem Kopf hat mit verschiedenen Farben, was ein bisschen komisch ist. Ich glaube, das war unsere Nummer 4 oder 5. Ihr müsst mal selber mitzählen, für wen ihr abstimmt. Und ja, jetzt kommen die Resultate. Und ich bin wieder nicht mit drauf. Wollen die mich eigentlich alle veräffen? Das kann doch nicht wahr sein. Wer, an welcher Stelle bin ich denn? Ich bin einfach Fünfter. Wieso bin ich denn Fünfter? Ich war so gut. Ich fand mich selber gut, muss ich sagen. Wisst ihr was? Ihr stimmt jetzt mal mit ab, noch in der letzten Infokarte, ob ihr fandet, dass ich in beiden Games am besten war. Oder ob ihr fandet, dass ich wirklich so schlecht war. Und wir sind Topmodel geworden. Oh mein Gott, ein neuer Rang. Wir sind Topmodels. Yeah, richtig krass. Oh mein Gott, das hat so lange gedauert. Ich war die ganze Zeit Fashion Icon. Jetzt sind wir Topmodels und jetzt können wir in Fashion Famous das Ganze rocken. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns natürlich morgen um 15 Uhr in einem weiteren Video. Bis dahin euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta.